Startschuss für 4 Tage Mein Lokal, Dein Lokal vom Niederrhein. Welches Konzept überzeugt die Profikonkurrenz? Dann wünschen wir euch zusammen einen guten Appetit. Die Kontrahenten schenken sich nichts. Das ist eine klasse Kochkunst und das passt überhaupt gar nicht dazu. Überflüssig, passt überhaupt nicht, nicht mehr zeitgemäß, das muss man abstellen. Tatsächlich war die erste Hälfte mir zu well done. Das finde ich auch maßlos übertrieben. Übertrieben lecker ist es angeblich im gotischen Haus zu Xanten. Wir zeigen euch heute, wie man nachhaltig mit kleiner Auswahl eine große Freude bringt. Doch des einen Freud ist ja bekanntlich des anderen Leid. Für mich etwas zu sehr Säure dran. Bisschen zu unwürzig. Also ich mag es eher, wenn was würziger ist. Ich als Gast hätte mir den eher gewünscht, dass er dann mir vielleicht eine neue Hähnchenbrust macht. Da hast du auch schon ein bisschen die Arschkarte, ne? Aber als Gast, aber auch der Gastronom, ne? Willkommen am Niederrhein. In Dranders und Tims gutischen Haus steht das Gemüse im Mittelpunkt. An Katrins Pepperpot ist auf glutenfreie Küche spezialisiert. In Michaels und Marius Table wird direkt am Gast gekocht. Und heftig deftig geht es in Nenas Restaurant Urik zu. Hier kommt der Mann, der sich überall ein klein bisschen auskennt, Mike Süßer. So, hier gibt's sehr viel Schönes zum Film, mein lieber Schnubbi. Ne? Wir sind tatsächlich hier mit Mein Lokal, Dein Lokal angekommen in Xanten, eine Römerstadt. Diese Woche ist eine Feiertagswoche, das heißt, wir haben nur 4 Tage, dafür 2 Pärchen, ne? Und 2 Einzelpersonen. Start macht jetzt die Dranderfiel und ihr Lebenspartner Tim, der steht scheinbar in der Küche. Und sie haben ein sehr historisches Haus, und zwar das gotische Haus, 500 Jahre alt. Ne? Das schauen wir uns an. Direkt hier am Marktplatz, ich suche mir das mal ein bisschen raus und dann Niederrhein. Die Küche wird ja wohl auch ein bisschen reinkommen. Siehst, das ist Zeit. Die Kirche macht Bing. Süßer muss essen. Keine Geduld mehr, die Jugend von heute. Das war vor 500 Jahren bestimmt ganz anders. Das gotische Haus ist datiert auf 1539. Und zwar sind die Holzbalken, die man hier sieht, datiert worden. Das ist das älteste Haus hier am Marktplatz. Und das kennt jeder Xantener. Und was genau erwartet einen bei euch? Unser Konzept ist grundlegend vegetarische Küche. Bei uns ist das Besondere allerdings, man kann, wenn man keine Lust hat auf vegetarische Gerichte, auch gerne immer Fleisch oder Fisch dazu bestellen. Das ist mal schick, ne? Boah. Das Ding schreit vor Geschichte. Dran da viel. Komm her. Dass du da bist. Das ist meine Krone da. Schau dir das an. Ist das geil. Herrlich. Ja. Wo ist dein Mann? Hol ihn, hol ihn. Komm. Tim. Bist du wahnsinnig. Das ist immer schön am Montag hier. Komm her. Grüß Hallo, grüß schön, dich. Servus, Tim. Grüß dich. Schau, das ist ein Kollege, ne? Ja, danke. Da müssen wir noch rein. Ist das ein. Das ist hier ein Kirchenstuhl, Beichtstuhl. Nein, halbwegs. Wenn du was zu beichten Kirchenbank. Hast. Kirchenbank. Ich habe nichts zu beichten. Kirchenbank. Also, was man hier sieht, ist tatsächlich so das historische Gebäude von außen. Hat es innen drin auch diesen Charme vom Holz noch behalten. Aber auch das Moderne, hier mit der Lederpolsterung zum Beispiel, ist hier eingekehrt. Also, schöne Mischung. Was serviert man hier? Ist man hier eher im ursprünglichen, die Küche Niederrheins oder was betreibt ihr hier? Wir haben hier eine ganz andere Art von Küche. Also wir sind in erster Linie vegetarisch, sehr kreativ. Also okay. Das, was man bei uns serviert bekommt, das bekommt man garantiert nicht woanders. Mhm. Der Tim tobt sich da in der Küche sehr kreativ. Ja, und ein Gast sagte mal zu mir, also wir kochen wie zu Hause, nur viel besser. Es muss auch so sein. Also jetzt Entschuldigung. Ja, ganz einfach, gute Produkte. Gute Produkte. Küche. Und es muss aber auch handwerklich und technisch irgendwie mal sich schon davon unterscheiden, was ich zu Hause auch kann. Und wenn man sich diesen Schwerpunkt vegetarisch auf die Fahne schreibt, ist ja heutzutage Bombe. Ne? Ja. Mein, da muss ja jeder ein bisschen auf sich schauen. Dahin ne? geht, also wir sind davon überzeugt, dass der Weg dahin geht. Ja. Also. Witzig, dass wir dieses Konzept in den letzten Monaten doch öfters mal haben. Also nicht so ein reines vegetarisches Lokal, es steht aber mehr im Fokus. Wo ich mir aber als Fleisch- oder Fischliebhaber schon noch was dazu bestellen kann. Also finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Und damit zu Tim in die Küche. Die misst schnuckelige 16 Quadratmeter. Da riecht's ja schön, ne? Ja, was machst du jetzt hier? Feuer! Feuer! Ja, wir smoken unser
Paprikapulver selber für unsere Kartoffelkrapfen. Das ist geil. So kann man es auch machen. Ne? Man kann geräucherten Paprika kaufen oder man räuchert ihn selber. Ist auch nicht allzu teuer. Sag mal, also da hast du da, den schmeißt du rein und da oben sind Paprika. Da ist die Paprikapulver. Aber enthäutet schon. Nee, ist Pulver. Ich bin natürlich. Ja, nicht schlimm. Hast du gesagt? Also enthäutetes Pulver. Nein, Leute, Entschuldigung, war ein Versprecher. Okay. Ja, das gehen wir jetzt da rein. Und wie lange? Ach, nicht lange. 2 Minuten. Ah, okay. Und kann man jetzt was anderes machen oder müssen wir zuschauen? Nee, wir machen jetzt was anderes. Okay. Wir gehen jetzt an unser Blumenkohlsteak. Okay, das ist das Gericht? Genau, das ist unser Gericht. Das heißt das bunte Blumenkohlsteak mit gegrillter Paprika, mit grüner kalter Soße und Kartoffelkrapfen. Also, hört sich sehr lecker an, ist aber kein Gericht, was es nur bei euch gibt. Also ein Blumenkohlsteak habe ich schon mal gegessen. Auch farbiger Blumenkohl ist übrigens zu 100% natürlich. Steak, wird das jetzt gewürzt, wird es mariniert, wird... Wir marinieren es jetzt. Von mir aus könntest du das auch gerne machen. Kannst du gerne mal die Marinade machen. Du kannst dir gerne eine Schüssel nehmen. Wenn ich geschmacklich, ich kann zusammenrühren und machen und tun, ja. Ja, erstmal rühren, geschmacklich schmecken tue ich das lieber nochmal selber. Schneebesen haben wir hier. Alles klar. So, was haben wir denn da? Das ist der Orangensaft, da kannst du mal die Hälfte mit in die Schüssel geben. Also das heißt, wir kriegen jetzt eine Marinade für den Blumenkohl aus Orange, Honig. Dann haben wir hier Bio-Honig. Das heißt, auch da ist diese Nachhaltigkeitsthematik, also nicht nur Gemüse in den Fokus stellen und Beilagen, sondern auch die nachhaltig, auch beim Einkauf halt schon. Ne? Produkte sind nicht nur Fisch und Fleisch, sondern eben auch sowas wie Honig. Und also auch da kann man drauf achten, was man einkauft. Zusammengefasst. So, das legen wir ein, 10 Stunden lang, und dann können wir es rausholen und schon braten. Okay, alles klar. Passt. Und so einen hast du mariniert, dass wir den gleich mal anbraten können? Genau. Dann hol den mal raus. Ja. Hier würde ich fast auf Vakuumieren gehen. Ne? Wenn ich jetzt so ein Blumenkohlsteak persönlich machen wollte, egal wie die Marinade ausschaut, das Ding würde ich mit der Marinade vakuumieren und dann ins Kühlhaus legen, weil dann geht da auch mal richtig was ab. Ne? Dann passiert da was. Wenn es jetzt so ein halben Millimeter in der Flüssigkeit liegt, denke ich mir jetzt gerade, naja, bisschen fürs Fernsehen schnell mal gemacht. Ne? Das braten wir jetzt an. Was? Und dann. Und dann geht's ins Rohr. Sobald wir es angebraten haben, geht's ins Rohr. Das kannst du gerne schon mal auf 180 einmal anmachen. 180. So, jetzt sehen wir. Ja, ne? Schön. So, schöne Bräunung. Der Honig, der tut auch sein Übriges. Ne? Der karamellisiert jetzt schön. Ja. Ich liebe Blumenkohl. Ich finde es witzig als Steak. Ich kann mir jetzt aber auch keine größere Begeisterung aus dem Rücken schälen. Ne? Also es ist halt Blumenkohl gebraten, bisschen mariniert. Völlig in Ordnung, aber mehr auch nicht. Was gibt es eigentlich als Sättigung dazu? Zur Sättigung machen wir Kartoffelkrapfen mit unserem geräucherten Paprikapulver. Oh, das ist aber geil. Und das sehe ich auch noch. Machen wir das? Das machen wir jetzt als nächstes. Na passt, dann schiebe ich das in den Ofen und kannst ja schon mal das andere vorbereiten. Genau. Das ist zum Beispiel für mich schon wieder ein bisschen spannender. Ein Krapfen ist dann meistens auch eine Kartoffelmasse und eben Brandteig. Das wird zusammengeführt. Da ist Handwerk. Da kann ich ein bisschen was erleben. Hier habe ich jetzt ein bisschen gebraten und schiebe was rein. Ist okay, aber die Krapfen, die sind mir wichtiger jetzt. Das Wort Krapfen, oder hast du gesagt, ne? Das genau. Heißt, wir brauchen zwei Massen. Einmal eine Krokettenmasse, Kartoffel. Genau, passierte Kartoffeln. Genau, und einmal Brandmasse. Und einmal Brandteig. Das ist Brandteig, ne? Genau. Wir haben hier Wasser drin, Butter, Salz. Das wird jetzt aufgekocht. Ja. Und dann kommt Mehl hinzu. Sturzflug, ne? Sturzflug. Und dann brennen wir das Ganze ab. Genau. Und wenn du willst, kannst du gerne weitermachen. Dann kann ich schon mal die Kartoffeln. Ja, klar, mach jetzt rein und dann kann... Bitte schön. Dass jeder sieht, dass sich noch die bewegt. Pass auf, die Bewegung, die machen wir jetzt. Pass auf. Ein bisschen weniger. Und zack, tatsächlich in einem, ne? Jawohl. Und jetzt rühren und abgebrannt. So, und du so, machst ich mache jetzt schon mal die Kartoffeln. Du brauchst natürlich einen Brandteig, um die Kartoffeln zu binden. Also einfach nur eine Krokettenmasse würde ja nicht gehen. Also das würde ja in der Fritteuse auseinanderfliegen und hätte auch dann nicht so das Luftige, das Flaumige. Und diese Mischung aus Kartoffeln und Brandteig gibt halt dann einen schönen Krapfen. Also da kann man dann was ausbacken. Dieser Teig, der muss einfach komplett sich vom Boden lösen, sauberst, kompakt, und dann hat man den abgebrannt.
Zum Brandteig kommen nun 3 Eigelb und 1 Vollei. Und jetzt kommen die Kartoffeln dazu. Hau rein. Ich hole die Paprika. Da können wir gerne schon mal so 1 bis 2 Esslöffel von der Paprika dazugeben. Ja. Dann machen wir erstmal einen und dann schmecken wir es gleich einmal ab. Wahnsinn, ne? Wie das aber richtig reinpfeift, ne? Eins kann ja jetzt schon, egal ob das jetzt schon, ist ja schon vermengt, ne? Ja, soweit. Wir können ja jetzt schon mal, weil da ist Wasser drin, ne? Ja. Man kann nämlich jetzt ja schon mal testen. Ja, ein bisschen könnte sie noch. Ja, ein bisschen noch, ein bisschen grüner. Ja. Ah, soll ich noch warten? Ja, ja. Ach komm, das besser. Wird. Er zeigt, meint, das wird? Er zeigt schon. Okay. Das ist ja meiner. Ich will ja nur wissen, ob er beim Backen hält, ne? Übrigens, das ist nicht Ungeduld. Im Grunde genommen macht man das in der Küche immer, dass man mal so einen kleinen Test macht. Hält er denn auch? Platzt er auf? Da kann man dann einfach dann später noch reagieren. Naja, der hält auf jeden Fall, ne? Darf ich die Schüssel nehmen hier? Ist ja wurscht. Gut, also, dann machen wir. Das ist Handwerk. Schön, ne? Danke. So. Wir sind auch soweit fertig. Ja, da oben. Auch fast fertig. Oh, braucht nicht mehr lang. Komm mal her. Ja. Ich bin doch hier. Das so ist Kochen. Naschen. Also, wir sehen uns draußen. Ja. Der Kartoffelkrapfen war auf jeden Fall schon mal gut. Ne? Bin jetzt gespannt. Vegetarisches Blumenkohlsteak mit den Krapfen. Könnte schon nett werden. Auch Tims Tellersprache schmeichelt dem geschulten Auge. Schöne bunte Farben natürlich, netter Teller, geht in Ordnung für mich. Geschmacklich auch alles in Ordnung? Oder fehlt dir was, Mike? Also das ist schon mal geschmacklich hier alles sehr gut. Das ist sehr gut. Sehr, aber auch sehr clever gemacht, muss ich auch sagen. Okay. Also clever, weil du natürlich mit Süße, mit Säure, mit ganz leichter Schärfe, kann man nicht mehr sagen, so Pikantheit jetzt hier ums Eck kommst. Ja. Dann kommt dieser frische Joghurt mit der Zitrusnote. Das ist schon mal, das ist clever. Das ist so heute so dieses Spiel mit Süße, Säure, Schärfe, Umami. Wenn du einfach alles anpiekst, was wir auf den Geschmacksknospen so haben, dann ist es ein bisschen clever, weil du eigentlich immer Freude auslöst bei den Menschen. Ne? Das ist das Geheimnis. Wie ist der Krapfen? Das ist echt toll, du machst dir die Mühe. Ne? Ja. Das ist echt gut. Du kannst auch geräucherte Paprika kaufen. So. Ja. Nein, ist nicht dasselbe. Hier bestimmst du selber den Räuchergrad und alles. Ja. Und das ist überhaupt, wenn du Krapfen. Also, ich finde den jetzt sehr schön. Ja. Farbe ist auch angenehm. Schönes Gericht. Ja. Ich vermisse auf diesem Gericht nichts. Perfekt. Es ist geschmacklich ganz, ganz toll. Ja. Okay. Sehr clever gemacht. Und den Cleverness gibt es nichts. Es ist gut gemacht. Weil es einfach. Die ganze Zeit ist so. Ja. Und du hast eine schöne Struktur, wenn du in den Blumenkohl beißt. Es ist alles fachlich in Ordnung. Es schmeckt gut. Ein schöner Teller, warmer Teller. Passt. Ich würde es jetzt nicht abstellen. Ich freue mich jetzt auf die Sachen, die ihr noch so anbietet im Wettkampf. Mhm. Aber an dem kann ich jetzt nichts aussetzen. Perfekt. Das ist sehr schön. Ja? Freut mich. Ja. Ja. Für mich ist die Kritik oder gar keine Kritik von Mike sehr, sehr schön. Ne? Wir gehen gestärkt in den Wettkampf. Selbstbewusster und freuen uns auf den Montag. Unglaublich schön, ich liebe solche Gebäude, ne? Ist echt klasse. So, und was habe ich zu sagen? Essen drin habe ich alles erwähnt, es war echt lecker und hängt auch noch jetzt im Gesicht. Und eins sage ich euch auch, wir brauchen alle keinen Mut, um vegetarisch essen zu gehen. Es ist toll, ich lerne es ja auch und es ist echt gut. Aber weißt du, wo man Mut braucht als gastronomisches Paar? So ein Haus mit so einer Geschichte, mit so einer Historie, mit diesem Standort Leuten beizubringen, es ist vielleicht nicht mehr so klassisch, wie ihr es gewohnt seid. Hier steht Gemüse und Beilage im Fokus, ihr kriegt zwar was anderes, aber trotzdem ein bisschen eingeschränkter. Und das ist eine tägliche Erklärung. Die ist auch nach über einem Jahr, wo sie hier sind, sicherlich noch nicht vorbei. Also mutig allemal, lecker was auch.